Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Nix Nadelzauber. Wir sind in Folge Nummer 11 im Monat Nummer 12. In zwei Wochen ist Weihnachten. Heute ist der zweite Advent und ja, ich war fleißig, zwei Monate lang. Tut mir leid. Ich gelobe Besserung und das ist auch mein Vorsatz fürs neue Jahr. Ich möchte öfter aufnehmen, weil wenn ich jetzt nicht so oft aufnehme, es motiviert mich doch mehr, wenn ich euch ein bisschen was zeige zwischendurch. Ja. Wo fangen wir an? Wir fangen mit dem Genähten an. Ich habe auch in den zwei Monaten ein bisschen was genäht. Ich habe mehrere Taschen genäht, die sind aber alle nicht mehr da. Die habe ich schon verschenkt. So Projekttaschen waren das. Und ich habe ja eine Freundin, die hat ein Baby bekommen. Und schon im September. Und jetzt wird es ja langsam kalt. Also haben wir so kleine Halstüchlein gebraucht. Die habe ich außen mit Jersey-Stoff, innen mit so einem ganz weichen Niki-Stoff und mit Druckknopf zum Zumachen. Und dadurch, dass ja der Druckknopf bei Jersey so schnell ausreißt, ich habe das schon verstärkt mit Flieseline, wir üben das nochmal, aber es reißt trotzdem schnell aus. Deswegen gibt es nicht eins, sondern zwei in rosa. Zwei in Mint mit kleinen Mäusen. Also das Rosa ist mit Häschen. Zwei mit Mäuschen. Und eines mit Elsa, wo auf dem Kopf steht. Aber ist ja nicht so schlimm. In Blau mit Sternchen. Das hatte ich noch übrig. Da habe ich noch ein bisschen was. Jo. Elsa steht Kopf. Aber ich glaube, das macht nicht so viel aus. Es geht ja nur darum, dass sie sich nicht selber anspuckt und ja, die Ration kriegt sie dann am Mittwoch von mir. Dann habe ich es endlich geschafft, die Weihnachtsproduktion voranzutreiben. Es wäre doch gelacht, wenn man das nicht schafft. Und zwar, ich habe das letzte paar Socken für Weihnachten fertig gestrickt und vernäht und alles. Das ist die Struktursocke von der Steffi Feierabendfrickelein. Gibt es kostenfrei auf Ravelry. Ich habe eins rechts verschränkt, eins links Bündchen, dann das Muster, die Struktursocken. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Die Bumerangferse habe ich gestrickt und eine, na, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Eine Bändchenspitze. Ja, somit ist das letzte paar Socken, was ich noch gebraucht habe, für Weihnachten auch fertig. Gestrickt habe ich das Ganze aus der Gründelwolle Hot Socks Event. Und das waren so verschiedene lila Töne. Ja, mit Nadelstärke 3 habe ich das Ganze gestrickt und was ich schon merke, ich habe zwar die gleiche Rundenanzahl gestrickt, aber ich habe die erste Socke lockerer gestrickt als die zweite. Sie ist ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. Ich habe zwar die gleiche Rundenanzahl gestrickt, aber ich musste noch, glaube ich, ein bisschen aufs Sockenbrett dehnen. Gewaschen habe ich es schon, aber irgendwie, die mag nicht so. Ja, gestrickt habe ich das Ganze auf den Adi Crazy Trios. Nadelstärke 3. Die sind fertig. Ja, dann hatte ich euch ja beim letzten Mal die Linea Pura in die Kamera gehalten. Diese Colino Linea Pura von Lana Grossa. Diese habe ich. Und zwar, da habe ich jetzt ein Einkaufsnetz fertig. Das ist dieses Girlfriends Bag, den habe ich. Der ist relativ einfach und schnell gestrickt mit so Lochmuster, einem Boden, der aussieht wie ein Sternchen, ja, und Henkel. Einer ist fertig. Als zweites hatte ich dann den Hiroba
ich glaube, so spricht man das aus, ne? Hiroba-Bag. Ebenfalls aus der gleichen, also aus der Linea Pura-Reihe, aber in einer dunkleren Farbe angeschlagen. In diesem Blau-Braun. In dieser Farbe. Den habe ich aber relativ schnell wieder geribbelt, nachdem ich ihn fertig gestrickt habe. Weil der war mit so Fallmaschen und bei mir, entweder habe ich wirklich etwas falsch gestrickt, was ich nicht glaube, weil Anleitung lesen kann ich noch, aber irgendwie hat mir das überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich ihn wieder aufgemacht und habe mir selber ein Muster ausgedacht, was jetzt nicht wirklich neu ist, aber wirklich einfach so ein Rautenmuster mit versetzten Löchern, Umschlägen. Ein ganz einfaches Viereck als Boden, wo ich die Maschen aufgenommen habe, 100 an der Zahl. Und jetzt heißt es einfach nur geradeaus stur hochstricken. Ein bisschen was fehlt mir noch, nicht mehr allzu viel, aber das sollte ich noch fertig bekommen vor Weihnachten. Weil am 24. sind alle bei uns zum Essen eingeladen und dann sollte das Ganze mal zum Verschenken fertig sein. Vernäht und ja, Weihnachtsproduktion läuft, ne? Aber ich mache mir da wenig Sorgen, weil die Socken sind fertig. Socken fertig, das ist schon mal ein gutes Zeichen bei mir. Ja, eins habe ich noch fertig und zwar habe ich für meinen Mann, fast Mann, eine Mütze gestrickt. Und zwar eine Kleokottok, keine Ahnung, wie man das ausspricht, von Tinkernitz. Und die schaut, sollte so aussehen. Und ich habe das allererste Mal Colorwork gestrickt. Und mir gefällt sie, ihm gefällt sie. Ich habe nur noch keine Fäden vernäht, er kann sie noch nicht aufsetzen. So schaut das Ganze aus. Ja. Gestrickt mit Lanatuswolle, die Brando, glaube ich, heißt die. Ich habe kein Emblem mehr da, also keine Banderole. So. In hellgrau, dunkelgrau und einem Petrol. Er hat sie schon aufgesetzt, sie passt. Ich muss nur noch Fäden vernähen. Von innen finde ich es auch ganz gut geworden. Zeigen wir euch nicht gerade die Fäden, so. Ja, bin ich ganz zufrieden. Also es war wirklich mein erstes Mal so. Mein erstes Mal. Oh. Das Einzige, was ein bisschen verwirrend ist, ist mit drei Fäden gleichzeitig in einer Reihe. Also das muss ich nicht ganz so oft haben. Mit zwei, daran kann ich mich gewöhnen, aber mit drei... Nein, mit drei ist nicht so meins. Dann habe ich noch eine Mütze auf den Nadeln. Die wird dann für mich, das wird die gleiche, nur in anderen Farben. Ich stehe im Moment auf Gelb. Fragt mich nicht, warum. Ich stehe im Moment auf Gelb. Das wird meine. Ja. Und da benutze ich auch die Wolle von Lanatus. Kann ich, oh, na, da benutze ich, Entschuldigung, diesmal ist es, die dunkelgraue ist von Lanatus. Das ist die gleiche wie hier in der Mütze. Dann habe ich die Sarah Melange von Filatura di Grossa, Merino-Wolle aus Italien. Die hat aber die gleiche Lauflänge, auch 125 Meter auf 50 Gramm in so einem Taupe. Und zu guter Letzt, da habe ich sie noch, die Banderole, die Cool Wool Big von Lana Grossa. Und zwar ist das die da, in Gelb. So, ja, Currygelb, aber voll schön. Also die Farbe im Moment, ihr werdet es nachher sehen, im Moment ist es meins. Ja. Und ja. Soweit bin ich jetzt schon. Innen schaut es auch wieder sehr gut aus. Jetzt habe ich auch da ein bisschen das besser hinbekommen mit den drei Farben und innen da. So. Jo. Das Einzige, was mich nervt, dass da so viele Fäden zum Vernähen am Ende übrig bleiben. Ja,
weil mit zwei Farben stricken und gleichzeitig einweben, also nö, ohne mich, das kann ich nicht. Oder noch nicht, vielleicht lerne ich das auch nochmal irgendwann. Wer weiß das schon so genau, ne? Tun wir das gleich wieder da rein, weil die Mütze bleibt da drin, so lange, bis ich meine fertig habe und dann wird Fäden vernäht. Dann hoffe ich, dass ich euch das nicht mehr allzu oft zeigen muss, weil so langsam nervt mich dieses Projekt, weil es einfach nicht fertig wird. Zum allerallerxten Mal hole ich meinen Summer von der Anke Strick heraus. Aber ich freue mich, ich werde die vierte Farbe anfangen. Ja. So. Wie zeige ich es, ne? Ha. Und zwar, beim letzten Mal, wo ich es euch gezeigt habe, waren wir hier beim Seepferdchen. Dieses Stück ist dazugekommen. Ungefähr das gleiche Stück wird auch nochmal hinzukommen. Das Ding wächst. Aber ich bin ja auch relativ groß, also ich selber bin 1,80 Meter groß, also das sollte auch nicht so klein werden. Jo. Und im Moment habe ich das Gefühl, das ist mir noch ein bisschen kurz. Also so 10 cm fehlen da locker noch. Ja, gestrickt habe ich das Ganze immer noch aus Merino-Wolle, Merino-Nylon. Merino-Nylon. Die feinen Merino Sock Base von der Gabriele von Wolle Hollicker. Ja. Und in der Farbe Lapis Lazuli. Das war so ein Vierer Wollpaket. Die vierte Farbe liegt da unten. Ich komme da jetzt nicht dran. Das habe ich vergessen, mir herzuräumen. Ja. Kommt noch ein Blauton mit dazu. So. Ich hoffe, irgendwann kann ich euch das Ganze mal fertig zeigen. Aber dadurch, dass das ein Kurzarmpulli wird, kann sich das noch hinziehen. Weil den brauche ich ja im Winter nicht, dann eher im Frühjahr. Schauen wir mal, wann der irgendwann das Licht des Tages erblickt. Ich habe auch weiter gestrickt an meinem Rose Cardigan. Den Rose Cardigan, den stricke ich ja aus der Pure Base von Rorschach-Wollmeise. Farbe 1. Zweite Farbe. Die dritte. Und die vierte. Von der dritten habe ich jetzt schon das neue Knäuel anfangen müssen. Da hat es schon nicht mehr gereicht. Ja. Da bin ich beim Kragen dabei. Ja, da sieht man im Moment noch nicht allzu viel. Ne? Ich glaube, das fällt erst dann auf, das Zopfmuster, wenn man dann soweit ist. Wenn man das dann endlich einmal fertig hat. Und ja, ich habe noch keine Fäden vernäht. Ich habe den Cardigan soweit fertig. Es fehlt tatsächlich nur noch der Kragen. Und unten das Bündchen ist auch schon dran. Ich habe dort beim Bündchen, damit es dort einen schöneren Übergang ergibt, habe ich vorher Streifen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht hängen bleibe. Bin ich schon. Super. Habe ich Streifen gestrickt zum Übergang, weil ich die Farbe 1 ganz gerne als Bündchen haben wollte und auch als Kragen am Ende. Ja. Aber der liebe Kragen, der muss noch ein bisschen warten, weil, und das habt ihr ja auch schon bei anderen gesehen, weil ich inzwischen einen Teststrick angefangen habe. Und zwar stricke ich Test für die Melanie Mielinger. Das ist eine liebe Freundin von der Ellie vom Verstrickt und Zugenäht Podcast. Und die beiden sich
da ein bisschen zusammengetan haben und ein Muster sich ausgedacht haben für ein paar YouTuber unter uns, die wir dann nachher im Januar das Tuch stricken wollen, gemeinsam. So, ich stricke es jetzt vorab schon mal. Das ist das Tuch. Das heißt, der Süden strickt, weil wir alle aus dem Süden sind. Süden Deutschland. Ich glaube, ich bin die Einzige aus Österreich dabei. Nett, dass ich dabei sein darf. Ja, und so sieht der Teststrick bisher aus. Vielleicht zeige ich euch noch die schönere Seite. Ja, da habe ich schon angefangen, da kommt ein Zopf dran. Viele Fäden zum Vernähen habe ich festgestellt. Das wird so ein asymmetrisches Tuch mit Hebemaschen, mit so Bubbles drinnen. Ja, und wie man feststellt, in Gelb. Ich sage ja, im Moment ist das meine Farbe. Ich weiß nicht warum, ich habe immer eigentlich früher gedacht, das steht mir nicht. Im Moment, ich stehe da voll drauf, ne? Ja, stricken tue ich das Ganze auf 3,25 auf den Chiago Rundstricknadeln. Mich wundert, dass ich tatsächlich noch welche gefunden habe unter all den Sachen, die ich dort im Moment auf den Nadeln habe. Jo. Das war alles Gewerkelte. Wie gesagt, die Taschen kann ich euch nicht mehr zeigen, die ich genäht habe. Die sind schon weg. Die habe ich schon verschenkt. Aber ich war nicht ganz anders untätig. Ich habe noch ein bisschen eingekauft. Ich belebe ganz gerne die Wirtschaft. Und zwar, ich war beim Finkhof in Bad Wurzach. Das ist nicht weit weg von mir. Das ist so dreiviertel Stunde Autofahrt ungefähr. Und ich habe eine eher robuste Wolle gesucht, weil ich mir ganz gerne eine Strickjacke im Colorwork stricken möchte und habe mir dafür die Merino, also die reine Schafschuhwolle 100 Gramm, die Merino Dünn in Hellgrau und die Merino Dünn in Gelb. Schon wieder gelb. Und daraus möchte ich mir ganz gerne eine Strickjacke machen. Da habe ich von jedem 5 Knäuel. Es sollte auch reichen, dass ich vielleicht 2 kriegen kann. Man weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, die beiden habe ich mir vorgestellt zusammen. Und weil sie ja doch sehr griffig ist, möchte ich sie nicht als Pullover verstricken, sondern wirklich als Strickjacke. Hab aber keine Idee. Ich habe nur 2 Farben. Ich möchte auch nur mit 2 Farben stricken. Seid so lieb. Gebt mir irgendeinen Tipp, was ich für eine Strickjacke machen kann. Wie gesagt, ich habe von jeder 5 Knäuel. Das sind 500 Gramm, 1000 Gramm habe ich insgesamt. Wenn daraus 2 Jacken werden, wäre ich auch nicht böse. Die 2 möchte ich ganz gerne zusammen verstricken. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, für euch, für mich. Ich würde mich freuen. Ja, dann waren wir beim Stricktreff. Ich musste ja die genähten Taschen an die Lieben, für die sie bestimmt waren, wollte ich sie ja auch weiter verschenken. Jetzt kommt die Sonne raus, jetzt sitze ich hier gleich im Dunkeln, mein Gesicht zumindest. Und da waren wir bei der Curly Sue im Strick und Schick in Ottobeuren. Und dort gibt es seit neuestem ganz exklusiv die kunterbunte Wolle von der Sandra. Das ist Wolle, handgemacht im Allgäu. Sie hatte früher einen Etsy-Shop, inzwischen hat sie den aufgegeben und färbt wirklich komplett exklusiv für Strick und Schick. Ja, und da habe ich mir 3 Knäuel ausgesucht und wer mag es erraten? In Gelb. Die 2
und der dazu. Sag's euch nochmal. Ist der nicht schön? Ist der nicht hammerschön? Da sieht man auch das Logo. Kunterbunte Wolle. Ich finde es fast ein bisschen schade, weil wer jetzt natürlich nicht im Allgäu wohnt, der kommt ja nicht zur kunterbunten Wolle, ne? Ah, ist der nicht schön? Herrlich, ne? Diese drei lieben Schätzchen, die suchen auch noch eine Bestimmung. Wer hat eine Idee? Schreibt es mir unten als Kommentar. Ja, und dann haben wir noch gerätselt, wir sollten ein Tuch noch gemeinsam stricken. Wir haben ja den Color Faction zusammengestrickt, den Sofoto zusammengestrickt, also nicht alle, aber ein paar. Und ja, wir sollten mal wieder ein Tuch zusammenstricken, aber das wird auch erst im neuen Jahr. Was ich alles im neuen Jahr stricken will, ne, um Himmels Willen. Aber das Jahr ist ja lang. Ja, was soll ich euch sagen? Ich hatte so ein paar Tücher vorgeschlagen, die galten dann als nicht so gewollt, weil zu langweilig im Stricken. Und ja, dann kam man so auf den Slice of Light von der Susanne Sommer, von der Sosonitz. Und Elli und ich nur, Brioche stinkt, das mag keiner. Aber, naja, dann hatten wir so unsere Wollis so, ne? Dann hatte ich erst diese beiden. Diese Schönheit. Und diese Schönheit. Ja, und dann kam die Curly Sue mit dieser Schönheit um die Ecke, die natürlich da perfekt dazu passt, ne? Ja, jetzt stricken wir tatsächlich den Slice of Light. Und ich stricke Brioche in zwei Farben. Ich finde ja Brioche in einer Farbe schon schrecklich zum Stricken. Ich finde es schön zum Anschauen, ja, aber ich... Ja, aber die Wolle ist sehr schön. Und sie ist pink. Sie ist pink. Pink, 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 pink. Pink, pink. Ja, schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich muss gestehen, ich habe ein einziges Mal einfarbig Brioche mir versucht zu stricken. Ich habe versucht, eine Mütze daraus zu stricken. Die Mütze gibt es bis heute nicht. Ja, nur so viel dazu. Schauen wir mal. Dann habe ich noch etwas gekauft, und zwar einen Strickplaner, Stricken 2019 mit Maschen fein durchs ganze Jahr. Das ist so ein praktischer Wochenplaner von der Frau Marissa Nöldicke. Ich finde ihn ganz interessant. Die Autorin kennen wir ja inzwischen, die Frau Maschenfein. Ich bin gespannt. Ich bin nicht so der Kalender-Fan, weil ich viel in meinem Handy immer reinschreibe und dort mir plane. Aber jetzt schauen wir mal. Ich lasse mich mal überraschen. Ne? Das ist so... Schauen wir mal. Aber es ist nett, weil dort auch so Maschenproben-Etiketten in der Mitte drin sind. Ja. Jetzt schau ja mal. Es ist Platz für Notizen. Ab und zu sind Stricktipps dabei. Da kann man sich noch aufschreiben, wenn man zum Beispiel verschiedene Garne schon Maschenproben gestrickt hat. Da gibt es eine Jahresübersicht, da gibt es die Monatsübersicht, was man auf den Nadeln hat. Ja, ich bin gespannt. Ich lasse es euch wissen, ob es was ist oder nicht. Es ist hübsch gemacht, kostet auch dementsprechend genug. Also 18,50 Euro in Österreich und 17,99 Euro in Deutschland. Er ist nicht zu groß, also in jede Damenhandtasche passt der locker rein.
Außer man steht auf wirklich kleine Handtaschen, der nicht. Aber er hat eine nette Größe. Also A5-Größe, würde ich jetzt behaupten. Ja. Lassen wir uns überraschen. Ich kam nicht dran vorbei, ne? Der Zwang. Es war der Zwang. Es war nicht ich, es war der Zwang. Und dann gab es noch so einen Zwang. Und zwar gibt es ja die Design Knitting. Und die gab es als Abo. Oder gibt es immer noch als Abo. Und die habe ich jetzt bestellt. Als Abo. Für 2 Jahre. Die kommen alle 2 Monate, soweit ich das gelesen habe, kommt die Zeitschrift raus. Und dazu gab es ein nettes Ledertäschchen. Und zwar, jetzt machen wir mal das Luxus für die Hände. Gab es das Stricknadelset dazu von Adi. Ja, das ist Metallnadeln. Hübsch gemacht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist das Adi-Click-System. Ich habe es wirklich noch nicht ausprobiert. Es ist letztens auch erst gekommen, vor einer Woche, glaube ich, ungefähr. Ja, lassen wir uns überraschen, was das kann. Nein, das kann sicher was. Ja. Ja. Ich habe ja noch keine Stricknadel. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dort die Übergänge sind. Ich lasse es euch wissen. Ja, wir werden durch. Wir sind durch mit der Nummer. Was habe ich noch? Ich habe eine Verlosung versprochen. Jetzt hebe ich hier mal dichter dran. Oh ja. So, genau so schaut es aus. Weil, wenn ich schon von der kunterbunte Wolle handgefärbt im Allgäu spreche und davon schwärme und die so schön weich ist und die ja nur noch exklusiv im Strick und Schick zu haben ist in Otto Beuren bei der lieben Curly Sue im Laden. Wann auch immer ihr mal dort in der Nähe seid, fahrt dorthin. Echt, ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Also ich gehe jedes Mal mit Wolle raus aus der Nummer. Ich kann nicht ohne. Hallo, mein Name ist Nicole, ich bin kaufsüchtig nach Wolle. Aber diese... Die hat mir die liebe Curly mitgegeben, hat sie mir in die Hand gedrückt und hat gesagt, die darf ich verlosen. Schaut sie euch an. Einen schönen Grünton. Passt das nicht jetzt wunderbar zu Weihnachten? Hinterlasst mir doch einen Kommentar mit dem Stichwort Verlosung unten unter diesem Video. Und schreibt mir dort bitte rein, warum ausgerechnet ihr diese gewinnen solltet, wollt und was ihr daraus stricken würdet. Ich muss mich entschuldigen, ne? Wenn ich das so halte, wenn ich es dichter halte, sieht man die Wolle. Na, dann ist die Farbe genau richtig. Und wenn ich sie wegnehme, bin ich gleich wieder im Dunkeln, weil die Sonne jetzt von der Seite so reinknallt. Vorhin, wo ich alles aufgebaut habe, war hier Duster draußen, jetzt kommt die Sonne raus, aber bei uns luftet es auch dermaßen. Ja, Föhn sei Dank, Sonne kommt, wenigstens keine Regenwolken. Nochmal zurück, die Verlosung. Die startet heute mit Ausstrahlung des Videos und endet am 3. Advent, nachts um 23.59 Uhr. Und die Woche drauf nehme ich nochmal ein Video auf. Das ist die Woche, wo ich Urlaub habe. Läuft also somit eine ganze Woche. Ihr müsst mir nur verraten, was ihr daraus stricken möchtet. Aus diesem Knäuel. Das sind Alpensocken Eisvogel. Material ist Merinowolle. Lauflänge sind 400 Meter auf 100 Gramm. Und dann hüpft ihr in den Lostopf. Einfach Verlosung an die Schrebe, was ihr daraus stricken möchtet. Ja. Und die Verlosung läuft bis zum 3. Advent um Mitternacht.
Danach schließt die Verlosung und wer bis dahin im Lostopf ist, den lose ich im nächsten Video aus. Und dann geht hoffentlich dieser Strang noch vor Weihnachten auf die Reise zu euch. Ja. Und jetzt war's das. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen zweiten Advent. Genießt es, habt's fein, immer was zum Stricken auf den Nadeln und ja, ich freue mich auf eure Kommentare, wie gesagt. Vielleicht fällt euch etwas ein und habt's fein. Tschüss!